Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal einen Aktivlautsprecher aus dem Hause Canton an, und zwar den Smart A25. Da schauen wir mal, was der so drauf hat. Bleibt doch einfach dran, los geht's, euer Speakerschocker. Der Smart A25 kommt optisch ja schon eher schlicht daher, trotzdem elegant. Er ist jetzt nicht direkt so auffällig, aber wenn man ihn anschaut, dann bleibt man auch ganz gerne mal an den ein oder anderen Detail mit dem Auge kleben. Ich finde, es ist ein gelungenes, aber nicht aufdringliches Design. Der Lautsprecher hat eine Breite von 19 bzw. mit dem Sockel 29,5 cm, eine Tiefe von 30 bzw. 33 cm und eine Höhe von 1 Meter. Auch die Größe geht dann eher so in Richtung Unauffälligkeit, ist aber auf jeden Fall wohnzimmertauglich. Den Lautsprecher gibt es in zwei unterschiedlichen Farbvarianten, einmal in Seidenmatt Schwarz und in Seidenmatt Weiß. 21 Kilogramm bringt er komplett auf die Waage. Auch die Verarbeitung ist tadellos, bis auf einen kleinen Punkt auf der Rückseite, aber dazu später mehr. Der Lautsprecher ruht auf einem Metallsockel, in dessen schon Gummifüße eingelassen worden sind, aber die Füße lassen sich nach Belieben tauschen, zum Beispiel gegen Spikes. Als Drei-Wege-System sind in dem Lautsprecher vier Chassis verbaut. Ein 25 mm Aluminium-Oxid-Keramik-Hochtöner, ein 154 mm Keramik-Wolfram-Mitteltöner und die beiden Tieftöner sind ebenfalls zwei 154 mm Chassis mit einer Keramik-Wolfram-Membran. Natürlich, die Wavesäcke ist dabei. Weiter unten unter dem Canton-Schriftzug finden wir dann das Display, wo wir dann die Lautstärke und sämtliche Einstellungen des Lautsprechers ablesen können. Zur Steuerung legt Canton hier eine Fernbedienung bei. Diese kennen wir schon aus meinem Video von den Canton Smart A45BS. Das ist nämlich dieselbe Fernbedienung. Und auch hier habe ich immer noch gerne die Tasten verwechselt mit der Eingangsquelle und der Lautstärke. Aber ansonsten ist auch hier die Fernbedienung, das passt einfach. Die sieht zwar auf den ersten Blick ein bisschen einfach aus, aber es ist nicht einfach irgendeine billige Dreingabe oder sowas. Das passt schon alles und man glaubt es kaum, aber die Fernbedienung ist fast so schwer wie ein Smartphone, obwohl sie gar nicht danach aussieht. Denn mit dem Lautsprecher kann man einiges anstellen, man kann einige Einstellungen vornehmen. Ungefähr das, was man ungefähr bei einem modernen AV-Receiver einstellen kann, kann man auch bei den Lautsprechern einstellen. Und man kann sich mit diesen Lautsprechern auch ein komplettes 5.1-System aufbauen und das kabellos. Das Ganze einstellen ist zwar ein bisschen fummelig, wenn man jetzt das Display nimmt. Das Display zeigt zwar alles gut und deutlich an, aber es ist ein bisschen kleiner, es ist ein bisschen fummelig. Es lässt sich zwar alles einstellen mit der Fernbedienung und dem ganzen System, wie das funktioniert astrein, gar kein Problem. Nur das Ablesen ist ein bisschen schwierig. Und da dachte ich mir so, wo ich im letzten Video gesagt habe, als ich die Smart A45 BS vorgestellt habe, ich bin froh, dass es nicht immer für alles eine App benötigt oder sowas, da denke ich mir manchmal, für das, was die Lautsprecher alles können, was man alles einstellen kann, wäre manchmal eine App gar nicht so verkehrt. Aber wer das Ganze sehr komfortabel haben möchte, da kann man aber zur Not aber noch den Smart Connect 5.1 von Canton vornehmen, zunehmen. Das ist sowas wie eine Vorstufe und dann kann man die ganzen Einstellungen schön auch übernehmen und das Ganze als Schaltzentrale nutzen. Wenn man sich wirklich mit den Lautsprechern ein 5.1-System aufbauen möchte oder andere Lautsprecher mit diesen verbinden, das kann man ja machen, wie man lustig ist. An der Rückseite finden wir dann diverse Anschlussmöglichkeiten der beiden Lautsprecher. Und hier eine Besonderheit, die beiden Lautsprecher, das sind vollaktive Lautsprecher. Das heißt, jeder Lautsprecher hat seine eigenen Verstärker und müssen nicht per Kabel extra noch verbunden werden, weil in dem einen nur der Verstärker sitzt und der andere wird dann einfach von dem anderen angetrieben. Nein, ist hier nicht. Beide haben hier ihre eigenen Verstärker und verbinden sich kabellos untereinander. Und das funktioniert auf Anhieb direkt schon beim ersten Einschalten. Als Anschlüsse stehen uns ganz klassisch die RCA-Anschlüsse, also Change-Anschlüsse bereit. Dann haben wir einen koaxial-digitalen Eingang und Ausgang, einen optischen digitalen Eingang und XLR steht uns auch noch zur Verfügung. Finde ich gut. Der Master-Lautsprecher verfügt zudem hier noch über einen USB-Anschluss. Und jetzt zu dem kleinen Makel. Und zwar der Stromanschluss in Verbindung mit dem mitgelieferten Stromkabel. Wenn man das Kabel reinsteckt, hält. Aber man braucht nur ein bisschen dran zu wackeln, wackelt sich das Ganze frei. Da kann man ungünstig zum Beispiel mit dem Staubsauger dran, wird es wahrscheinlich schon der Stecker raus sein. Oder wenn man gerne mal lauter Musik hört durch die Vibration,
fällt wahrscheinlich der Stecker auch irgendwann in der Buchse raus und dann fällt der Lautsprecher aus. Erschreckt man sich vielleicht, sollte man wissen, ist aber irgendwo doch ein bisschen schade. Klanglich spielen die Smart A25, fangen wir mit dem Bass an. Da ist mir aufgefallen, dass die untenrum, ich sag mal, für Kanton ungewohnt voluminös spielen. Nehmen wir nochmal Blinding Lights. Der eine weiß vielleicht noch mit dem Video von den Taunus 90. Da ist ja bei dem Lied so ein bisschen Tiefbass drin und der hat mir da bei den Taunus 90 so ein bisschen gefehlt. Kriegen die aber ohne Probleme hin. Das passt auf jeden Fall. Auch schnelle Drums oder sowas, wenn das druckvoll, punchhaft rüberkommen soll, passt das auch hier ohne Probleme. Aber schnelle Lieder oder so, Kickbässe oder sowas, das ist jetzt auch nicht so, dass das dann auf einmal nicht geht. Nur manchmal habe ich das Gefühl, okay, wir kriegen hier ein bisschen mehr Tiefbass, bisschen mehr punchigeren Bassanteil hinzu. Habe ich manchmal das Gefühl, dass dann vielleicht der Kickbass ein bisschen drunter leidet. Aber das kann aber auch nur daran liegen, weil ich das irgendwo so ein bisschen mit den passiven Lautsprechern von Kanton, also den Taunus und den Vento, dass ich das ein bisschen vergleiche, dass ich denke, da fehlt vielleicht ein bisschen was. Aber das könnte vielleicht gar nicht mal so der Fall sein. Auf jeden Fall überrascht mich der Bass hier bei denen schon sehr. Genauso wie bei den Smart A45 BS. Da war ja auch der Bass ähnlich wie bei den A25 jetzt. Auch ein bisschen punchiger und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das geht richtig rhythmisch los, ohne dass es jetzt matschig wird oder sonst was. Egal, ob es jetzt langsamere Bässe sind, die ruhig mal ein bisschen tiefer gehen sollen, oder schnelle rhythmische Bässe, die dann trotzdem präzise und druckvoll rübergegeben werden sollen. Das kriegen wir hier auf jeden Fall gut hin. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, nehmen wir jetzt mal so ein bisschen Hausmusik oder Dance oder so, da hatte ich manchmal das Gefühl, okay, jetzt müssen wir den Bass doch ein bisschen runterregeln, weil es vielleicht doch ein bisschen zu viel war. Aber ansonsten passt es einfach gut. Auch die Mitten nach oben hin oder beziehungsweise nach unten hin passen sich da perfekt rein. Da fehlt einfach gar nichts. Auch wenn wir jetzt, ich sag mal, tiefe Männer oder raue Männerstimmen oder sowas haben oder andere Übergänge, wo es dann von dem Bassbereich in den Mitten reingehen soll. Da ist nicht, dass da irgendwas fehlt. Überhaupt nicht. Und gerade Stimmen kommen sehr gut rüber, sehr deutlich rüber. Aber auch Melodien oder so, die da sein sollen im Lied, wenn die wieder gegeben sollen, passt das auch. Und es ist jetzt nicht so, dass dann die Melodie sich mit der Stimme irgendwie vermischt und dass es dann verwaschen klingt oder sowas. Nein, haben wir hier überhaupt nicht. Das passt wunderbar. Und wenn wir jetzt noch die Höhen mit hinzunehmen, was soll ich dazu sagen? Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie ich es beschreiben soll, denn es passt einfach. Ne? Auch hier haben wir so, dass da nichts fehlt. Gerade wenn man auch hier wieder die Stimme nehmen und dann auch andere Melodien, ist es auch nicht so, dass die Stimme sich jetzt mit der Melodie vermischt oder sowas. Gerade bei Duetten, das funktioniert wunderbar, die kann man sehr schön differenziert raushören. Man kann bei Duetten die Stimmen zusammenhören, man kann sie aber auch differenziert auseinanderhören. Ganz komisch, ist aber so. Die Bühnendarstellung kriegt der Lautsprecher auch ganz gut hin. Er macht das aber doch irgendwie anders und er ist jetzt nicht der Meister, Gott weiß was für ein Spektakel oder Action in den Raum reinzukriegen. Nein, er macht das eher so auf die Wohnzimmerkonzertrichtung. Ja, er hört schön Musik und die Musik hört sich an, als würde sie von vorne kommen. Ist jetzt nicht so, als würde es nur steif irgendwie von vorne kommen. Nein, das hört sich schon ganz gut an. Ihr sitzt da und ihr seht, ihr hört die Musiker, ihr hört die Instrumente, wo die herkommen, wo die spielen. Das kriegt der Lautsprecher ganz gut hin und das vermittelt einem so das Gefühl so, gemütlich, schön im Wohnzimmer ist da die Band und die macht jetzt für mich Musik. Das kriegt der Lautsprecher ganz gut hin. Natürlich, wenn jetzt irgendwie weit was von der Seite oder zum Teil auch ein bisschen, ich sag mal, sich so anhören sollte, als würde es von hinten kommen, funktioniert das auch. Es ist jetzt nur nicht so spektakulär, wie das vielleicht andere Lautsprecher machen würden. Und es ist schön, wenn man jetzt, man hört ja unterschiedliche Instrumente, das hört man. Man hört auch, wenn jetzt unterschiedliche Stimmen sind, egal ob es eine Frauenstimme ist oder eine Männerstimme, auch Duette oder sowas. Das hört sich ganz gut an und das funktioniert auch so, wenn man genau hinhört, hört man auch, wann die eine Stimme dann dazukommt und anfängt zu singen und ist nicht auf einmal so, oh, wo kommt die denn jetzt auf einmal noch her? Nee, man hört das, wenn man sich konzentriert, schön auch, wenn er anfängt, leise anfängt zu singen oder wenn der Mixer anfängt, die Stimme so langsam damit reinzumischen. Funktioniert wunderbar und klingt auch nicht verwaschen, auch wenn mehrere Leute jetzt dabei kommen. Nennen wir mal Bob Seger, Oldtime Rock'n'Roll, schönes Stück. Und da auch wieder das Saxophon, wenn das spielt, das hört sich im Raum, das hört sich klasse an. So, als würden die für dich hier vorne für dich spielen. Genial. Und auch da hört man, dass da unterschiedliche Leute, beziehungsweise nicht unterschiedliche, sondern beim Refrain in manchen Abschnitten, dass da mehrere Leute auf einmal mit dazu singen. Hört man nicht immer, aber man hört's. Das ist gut. Fehlt eigentlich nur noch Alf dabei, aber das ist ein anderes Thema.
Auch der Sweet Spot bei dem Lautsprecher ist gar nicht mal so klein. Man kann sich jetzt nicht nur als einzelner Mensch, muss sich da jetzt genau auf die Couch setzen und kann sich dieses, ich sag mal, Live-Konzert anhören. Nein, das klappt auch einfach, wenn man mit mehreren Leuten auf der Couch sich hinsetzt. Man muss nicht steif an dieser einen Position sitzen. Da kann man auch mit mehreren Leuten gemütlich auf der Couch sich das anhören. Funktioniert wunderbar. Und es ist auch so, dass die Stimme ganz gerne auch akustisch schön in den Raum reinkommt, die Melodie dann gerne mal an einem Lautsprecher bleibt und der Sänger dann schön so in der Mitte, als ob er zu dir irgendwie so ein bisschen nach vorne kommt und da dann anfängt zu singen. Dieses Gefühl des Wohnzimmerkinos klappt auch bei CC Top wunderbar. Nehmen wir mal Gimme All Your Loving, da ist es ja so, dass dann die Gitarren irgendwann mal anfangen und hört man schön links, rechts die Gitarren schön voneinander getrennt, trotzdem irgendwie zusammen und das umhüllt einen auch irgendwie, trotzdem mit der Tendenz, dass das Ganze von vorne kommt, aber das macht trotzdem einen riesen Spaß. Genau das gleiche auch bei Dire Straits. Dire Straits sowieso cool, haut einfach wunderbar hin. Nehmen wir jetzt aber auch experimentelle Musik, elektronische Musik zum Beispiel. Klappt auch. Und da haben wir auch wieder, dass die Bässe kommen bei denen richtig gut rüber. Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass man sagen könnte, okay, ist da vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wir können ja den Ton sowieso noch ein bisschen uns anpassen. Wir können die Mitten noch mal ein bisschen hoch oder runter drehen und die Höhen auch. Aber eigentlich habe ich das gar nicht gemacht, wenn dann höchstens ein bisschen zu später Stunde den Bass ein bisschen runtergenommen, wenn es dann elektronische Musik war. Aber auch da wunderbar passt es einfach. Da ist jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, nee, das passt dem Lautsprecher jetzt irgendwie nicht. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, egal ob es jetzt schnellere Musik war, langsamere Musik war, so ein bisschen was mit Drama oder sowas, auch klassische Musik oder so, das passt dem Lautsprecher alles. Gibt jetzt nicht wirklich das, was ihm gar nicht schmeckt, ist mir jetzt nicht wirklich großartig aufgefallen. Die Übertragungsfrequenz vom Tieftöner zum Mitteltöner wird bei 160 Hertz angegeben und vom Mitteltöner zum Hochtöner bei 3100 Hertz. Der Übergangsbereich wird hier bei den Lautsprechern von 24 bis 30.000 Hertz angegeben. Aber da wissen wir ja schon, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist okay. Schauen wir uns hierzu mal ganz kurz die Messung an, bevor wir zum Soundcheck kommen. Und da sehen wir, ja, bei 40 Hertz geht es mit dem Lautsprecher doch schon gut los. Und das ist für die Größe gar nicht mal schlecht. Und dann so bei 350 bis 500 Hertz, da sehen wir hier so eine Erhöhung. Und ja, so wirklich auffällig beim Hören ist sie nicht. Ich habe mal andere Messungen angesehen. Und das ist bei den anderen Canton-Lautsprechern, ist diese Tendenz auch da. Nur hier bei der Messung fällt sie einfach mal stärker auf. Und dann sehen wir dann so bei den 3100 Hertz, da sehen wir, dass da dann der Hochtöner mit ins Spiel kommt und dass der auch wieder so tendenziell gerne wieder ein bisschen hintenrum noch mal ein bisschen Gas gibt. Aber ihr wisst ja, das ist so diese Canton-Hochtöner-Geschichte, ich mag das so ein bisschen. Und jetzt haben wir schon so viel über den Klang und über den Lautsprecher selbst gesprochen. Ich habe auch hier wieder einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Setzt dazu am besten eure Kopfhörer auf, denn die ist auch wieder 3D binaural aufgenommen. Viel Spaß dabei!
Mir hat der Lautsprecher eine Menge Spaß gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar dieses Wohnzimmerkonzert-Feeling kriegt er sehr gut rüber. Auch gerade Musik mit Gesängen, das macht mit dem Lautsprecher eine Menge Spaß. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass der Mitteltöner relativ weit runterspielt und die Bässe so mit der Stimme an sich gar nichts mehr zu tun haben und der Mitteltöner schön auch die Stimme schön losgelöst von den Tieftönern einfach wiedergeben kann, so dass das einfach auch nochmal anders in den Raum, anders rüberkommt. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Generell auch so Melodien, Saxophon oder sowas, das kommt so, bumm, kommt einfach gut rüber. Ich weiß manchmal nicht mehr, wie ich das alles noch so beschreiben kann. Klar, 2600 Euro in dem Dreh liegt das Pärchen, ist natürlich erstmal eine Summe, aber wir brauchen keinen Verstärker mehr. Wir haben viele Einstellungsmöglichkeiten drin, die normale AV-Receiver auch haben sollte. Haben wir hier schon drin, brauchen wir den also auch schon nicht mehr. Funktioniert alles kabellos und ja, der Klang ist einfach auch noch da, das passt. Leistungsreserven haben wir auf jeden Fall genügend. Man kann da ja den Nachbarn richtig ärgern, außer man lädt die vorher ein und hört sich das zusammen an, dann passt das auch. Aber liebe Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu den Lautsprechern von Canton meint. Das würde mich mal sehr interessieren, denn da bin ich jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Hier oben habe ich noch zwei andere Videos, die könnt ihr euch gerne ansehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ihr noch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch direkt diesen Kanal. Dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss!